Wir haben für den Rainer Rossmann Beaver und Irbis eine Feuerstahlhalterung kreiert. Das ist cool, aber uns war wichtig, dass dieses Teil hier auch auf die meisten anderen Messer passt. Nämlich zum Beispiel Kaber, Cold Steel, Lilly Messer oder alles, was eine Kydex-Scheide hat. Das können wir ganz einfach machen, indem wir nicht nur an unsere Messer denken, sondern einfach an alle. Und damit denken wir an dich. Das heißt, wenn du ein Messer hast, eine Feuerstahlhalterung haben willst, genau für dein Messer, dann bleib dran. Hallo, willkommen, das ist der René Rossmann, schön, dass du dabei bist. Da ist sie, die Universal-Feuerstahlhalterung, die natürlich auch für den Beaver und den Irbis passt. Wenn du da genau schaust, siehst du auch, warum ich behaupten kann und warum es uns so wichtig war, dass das für viele andere Messer auch passt, weil wir haben hier diese Langlöcher gebaut. Siehst du es? Und dadurch hast du die Möglichkeit, das auch auf andere Messer zu montieren. Das war mir wichtig, weißt du? Ich habe viele Messer, ich bin sechsstellig. Und da ist es häufig so, dass Feuerstahlhalterungen mit dabei sind. Die passen aber dann eben meistens nur auf dieses eine Messer drauf. Und das wollte man einfach ändern. Ich habe jetzt hier von Castrum ein nettes Hunter-Messer, passt drauf. Du kannst es auf Kaber, du kannst es auf Cold Steel, du kannst es auf das Lilly-Messer, aber auch, und das ist das Schöne, andere Kydex-Scheiden anpassen. Wie geht das? Übrigens, gib dem Video gleich einen Daumen nach oben, schreib einen Kommentar und teile es bitte. Da würde ich mich irrsinnig bedanken. Aber zurück zum Thema, wie funktioniert das jetzt? Jede Scheide, jede Kydex-Scheide ist anders. Das bedeutet, ich weiß nicht, wie der Abstand zwischen den Löchern hier ausschaut. Ich weiß auch nicht, wie weit diese Löcher am äußeren Rand sitzen, ob das weiter drin, weiter draußen sitzt. Ich weiß auch nicht exakt, wie breit oder dick, so muss man richtig sagen, oder dünn die Scheide ist. Und daher haben wir dieses Konzept hier, diese Universal-Feuerstahlhalterung, die wir übrigens in Österreich herstellen, aus der Rainer-Rossmann-Werkstatt. Also, wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, dann schau in meinen Shop vorbei. Billige Eigenwerbung, kannst du das erwerben. Das ist hier flexibel, dieser Kunststoff. Schau mal her, der ist flexibel. Das bedeutet, du kannst diese Lamellen anpassen. Ich meine, natürlich alles hat seine Grenze, aber wenn die Scheide etwas dicker ist, dann wird auch dieser Kunststoff hier etwas nach außen gebogen. Und das ist die Idee dahinter. So, jetzt schauen wir es uns einmal an. Du hast hier ein Loch und dann zwei Langlöcher. Und über die kannst du die Position ideal einsetzen. Jetzt kommt das oberste Loch, genau, ja, wird jetzt also das oberste Loch der Universalhalterung wird an die Scheide angesetzt. Und dann wird mit dem unteren Langloch, ja, versucht, das anzusetzen. Und hast du das gesehen? Schau mal her. Ich zeige es dir noch einmal. Das meine ich damit mit dem Anpassen. Und jetzt werden zwei Schrauben eingesetzt. Mit diesen Buchsenschrauben ist im Lieferumfang alles mit dabei. Also da hast du insgesamt zwei. Du kannst anmachen und dann ist die Sache auch schon erledigt. Du kannst es auch auf die andere Seite anbringen. So, wie es für dich passt. Das ist die Idee. Natürlich war es uns wichtig, dass es natürlich für unsere Messer auch perfekt passt, den Irbis und den Bushcraft Beaver. Montagemöglichkeit entweder hier oben oder wenn du sagst, okay, du willst das hier unten sitzen haben, auch das ist möglich. Mach das genau so, wie es für dich am besten passt. Und ich habe jetzt hier exemplarisch ein Castrum Messer hergenommen. Das ist dieser Safari Mini Hunter, Jagdmesser, sehr schön, sehr nett. Zeige an, das mal am Messerkanal, wenn du den noch nicht kennst, gebe ich da auch unten den Link oder oben bei mir klicken, schau mal beim Messerkanal vorbei. Und ja, das geht sich ideal aus, das geht sich ganz genau aus. Du kannst jetzt hier den Feuerstahl mit rausnehmen. Ist ein sehr einfacher Feuerstahl. Ich meine, schau dir das Ganze an, dieses ganze Konzept kriegst du bei mir im Shop. Wir haben einen sehr einfachen Feuerstahl mit dazugegeben. Wenn du deinen eigenen benutzen willst, ist das natürlich auch okay. Aber uns ging es jetzt nicht darum, ein High-End mit Glow-in-the-Dark-Feuerstahl irgendwas machen. Einfacher, aber funktioneller Feuerstahl. Das zeige ich dir auch dann nachher gleich. Das ganze Teil sitzt aber trotzdem bombenfest. Du kannst auch das System etwas von der Hand, du könntest es auch so tragen, wenn du wolltest. Ob das gescheit ist, musst natürlich du für dich entscheiden. Wenn es einmal ein bisschen strenger sitzt, dann ist es natürlich auch von der Temperatur abhängig. Ja, warm, dadurch wird es etwas weiter. Lässt sich etwas leichter rausgeben, aber es fällt nie raus. Wir haben das eingeritzt, getestet. Ich habe es in Griechenland in der heißen Sonne den ganzen Tag eingelegt und funktioniert alles gut. Wichtig dabei ist nur Folgendes: Dir muss halt klar sein, dass ein Kunststoff
sich etwas bewegt. Das heißt, es kann auch ganz eng sitzen. Und dann sitzt es total eng, zum Beispiel bei extrem kalter Temperatur. Und dann, schau her, durch dieses Drehen kriegst du dann den Feuerstahl viel besser raus. Also nicht unbedingt ziehen, sondern eine Drehbewegung und die Sache geht wunderbar. Mir taugt das. Also, wenn du so ein Teil brauchen kannst für dein Messer, dir unsicher bist, dann schick uns gerne eine E-Mail an shop@überlebenskunst.at. Wenn du nicht sicher bist, ob das auch für dein Messer passt, wenn du einen Irbis hast, wenn du einen Bushcraft Beaver hast, dann kann ich dir hundertprozentig sagen, dass diese Universalfeuerstahlhalterung genau das Richtige für dich ist. Und wenn du mich und meine Arbeit unterstützen willst, gebe da unten den Link, schau mal vorbei. Vielleicht gibt es etwas, was für dich passt. Oder auch unsere, ja, Victorinox, Neckkneifscheide, alles das gibt es natürlich auch bei uns. Danke, dass du dabei warst. Dein Rainer Rossmann und ciao, ciao.